Schmalkalden, die Stadt im Dreiländereck von Thüringen, Hessen und Bayern. Schmalkalden, hier studieren? Also ich weiß nicht. Schauen wir mal. Fachhochschule Schmalkalden, die etwas andere Hochschule, in vielerlei Hinsicht. Kein Massenbetrieb mit überfüllten Hörsälen, sondern studieren in kleinen, überschaubaren Gruppen. Keine Professoren von vorgestern, sondern praxiserfahrene Dozenten. Keine veraltete Ausstattung, sondern ein moderner Gerätepark nach dem neuesten Stand der Technik. Und das Ende der Fahnenstange ist noch nicht erreicht, sondern es wird noch viel investiert und neu aufgebaut. Auch in diesem Sinne geht es hier voran. Doch eins nach dem anderen. In 4 Fachbereichen werden 6 Studiengänge angeboten. Alle Studiengänge haben einen vergleichbaren Studienaufbau. Am Anfang steht ein 3-semestriges Grundstudium zur Vermittlung des nötigen Basiswissens. Danach folgt das Hauptstudium. Es dauert 5 Semester. 2 davon sind Praxissemester. Im Hauptstudium kann man sich in Studienschwerpunkten spezialisieren. Die Wissensvermittlung geschieht überwiegend in Seminaren, Übungen und Praktika. Sie ist praxisbezogen und meist unmittelbar anwendungsorientiert. Im 8. Semester wird die Diplomarbeit verfasst. Zumeist, indem man ein ganz konkretes Problem im Auftrage eines Betriebes bewältigt. Ich gratuliere Ihnen recht herzlich zum bestandenen. Das bedeutet, Studierende an der FHS haben in der Regel bereits nach 4 Jahren ihr Diplom in der Tasche und realistische Berufschancen vor Augen. Gut gebrauchen können. Vielen Dank. Und das Besondere dabei ist, fast alle schaffen es in den 4 Jahren. Die Betreuungsverhältnisse sind optimal und um Laborplätze muss niemand Schlange stehen. Ein derart effizientes Studium hält nicht nur den finanziellen Gesamtaufwand für Ihr Studium im erträglichen Rahmen, es optimiert auch den Spielraum für einen beruflichen Aufstieg. Zu den Studiengängen im Einzelnen. Elektrotechnik. Hier gibt es 3 Studienschwerpunkte. Automatisierungstechnik, elektrische Energietechnik, Nachrichtentechnik und industrielle Elektronik. Wer an der FHS studiert, erhält eine fundierte und zukunftsorientierte Ausbildung, die ihm anschließend interessante Beschäftigungen in vielen Tätigkeitsfeldern eröffnen wird. Mein Praktikum habe ich hier bei Siemens gemacht und ich bin anschließend sofort eingestellt worden. Was er bescheidenerweise nicht sagt, ist, dass er für seine Diplomarbeit den mit 5000 D-Mark dotierten Adam-Opel-Preis bekommen hat. Maschinenbau. Auch hier kann man zwischen 3 Studienschwerpunkten wählen. Konstruktion, Produktion, Fertigung, Betriebstechnik, Instandhaltung. Mit der Wahl des Studienschwerpunktes folgt der Student seinen persönlichen Interessen und Neigungen. Er kann somit auch auf Tendenzen des Arbeitsmarktes reagieren und sich entsprechend profilieren. Das Know-how der Fertigung und der Maschinentechnik hat mich schon immer interessiert. Deswegen habe ich mich für den Studienschwerpunkt Produktion und Fertigung entschieden. Mir macht das Spaß. Informatik. Ein sehr vielseitiger Studiengang. Im Mittelpunkt stehen moderne Methoden der Softwareentwicklung. Spezialisierungsmöglichkeiten reichen von computerintegrierter Fertigung bis zu künstlicher Intelligenz. Die Informatik ist eine Disziplin mit hoher Dynamik. In mehr und mehr Branchen werden kompetente Informatiker benötigt.
Diesem Anspruch kann nur eine differenzierte Ausbildung gerecht werden. Übrigens, die Computerbilder in diesem Film sind von mir. Die Möglichkeiten hier in Schmalkalden sind schon enorm. Vielleicht gehe ich später einmal in die Medienbranche. Wirtschaft. Ein Studiengang mit insgesamt 11 Schwerpunktfächern, wovon 2 auszuwählen sind. Das Spektrum reicht von Controlling bis Marketing und von Finanzmanagement bis zur Umweltökonomie. Es zählt selbstständiges Arbeiten nach modernen Lernmethoden. Auch in diesem Studiengang ist ein starker Praxisbezug gegeben. Schon während des Hauptstudiums, im sogenannten Praxissemester, wird vor Ort in den Betrieben an Aufgabenstellungen aus dem Unternehmensalltag mitgewirkt. Ich mache mein Praxissemester hier in der Sparkasse. Was ich mitkriege, ist Wirtschaft live und mindestens genauso wichtig wie die Vorlesung. In Problemlösung werde ich mit einbezogen, das finde ich gut. Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsingenieurwesen. 2 neue Studiengänge an der Schnittstelle verschiedener Wissenschaftsdisziplinen. Das breite Ausbildungsspektrum fördert problemorientiertes Denken mit Überblick. Inhalte aus Elektrotechnik oder Maschinenbau bzw. aus der Informatik werden mit Inhalten aus den Wirtschaftswissenschaften kombiniert. Wirtschaftsingenieure und Wirtschaftsinformatiker entsprechen dem heutigen Anforderungsprofil der Wirtschaft. Sie leisten gerade in kleinen und mittelständischen Unternehmen einen Beitrag zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit auf den sich öffnenden Märkten und dies weltweit. So mancher FAS-Absolvent wählt allerdings auch gleich den Schritt in die Selbstständigkeit. Aus Praktika in der industrienahen Forschung, wie hier bei der GFE in Schmalkalden, entwickeln sich eigene Produktideen. Wir helfen jungen Ingenieuren, auf eigenen Füßen zu stehen. Das Südthüringer Technologie- und Gründerzentrum Schmalkalden bietet dafür solide Stadtbedingungen. Vernetzung zwischen Wissenschaft und Praxis bringt natürlich auch Vorteile für die Unternehmen. Etwa, wenn Studenten der FAS im Rahmen eines wissenschaftlichen Projekts oder ihrer Diplomarbeit konkrete Aufgabenstellungen lösen. Workshops, Kolloquien und Vorträge, Gutachten, Auftragsarbeiten und Beratungen ergänzen das Service-Spektrum. Die Fachhochschule ist Motor und wissenschaftlicher Kulminationspunkt für die ganze Region und weit darüber hinaus. Wissenschaftliche Kontakte bestehen zum Beispiel zu Institutionen der Schweiz, Österreich, Griechenland, England und in Übersee. Diese Kontakte können auch von Studenten für Studienaufenthalte im Ausland genutzt werden. Kurze Wege auf dem Campus der Hochschule. Essen in der Mensa. Wohnen im Studentenwohnheim oder in der Stadt. Alles ist zu Fuß erreichbar. Studentische Kultur wird auf dem Campus selbst organisiert. Und ein hochschuleigener Sportplatz und ein Schwimmbad liegen direkt vor der Tür. Mehr will, dem bietet der Thüringer Wald sommers wie winters viel Abwechslung für Naturerlebnisse und Fitnessaktivitäten. Wer mal nicht mehr will, abschalten möchte, der entspannt sich in einer der sympathischen Kneipen. Oder bummelt durch Schmalkalden. Schmalkalden. Na klar. Studieren, wo es vorangeht. Besonderer Dank der FAS für die freundliche Unterstützung dieses Filmes gilt der Sparkasse Schmalkalden, der GFE in Schmalkalden und der Siemens AG in Sangerhausen. Wenn Sie mehr über das Studium an der Fachhochschule in Schmalkalden wissen möchten, dann wenden Sie sich an diese Adresse.